Hallo, es ist der Tag des Herrn, Sonntag, der 10. Mai und wir schreiben das Jahr 2020. Und es ist auch wieder ein besonderer Sonntag. Heute wird auch in Österreich Muttertag gefeiert. Und Muttertag ist auch etwas Besonderes, weil es erinnert uns daran, dass unsere Mütter eine Gabe Gottes auch sind, ein Geschenk Gottes. Ohne unsere Mütter wären wir nicht hier. Und ich glaube, es ist auch Grund und auch angebracht, wenn ich einfach ein kurzes Dankgebet spreche, auch für alle unsere Mütter. Vater, ich will dir danken, dass du uns liebst und dass du uns in dieser deiner großen Liebe in eine Familie hinein geboren hast lassen und dass das ja auch ein Geschenk von dir ist. Und auch heute, wo wir wieder daran erinnert werden, dass unsere Mütter für uns gesorgt haben und uns geliebt haben und durchgetragen haben, so wollen wir dir danken, dass du das alles möglich gemacht hast. Vater, wir bitten dich auch, dass du unsere Mütter segnest, besonders die jungen Mütter. Ich bitte dich, Herr, dass du ihnen Freude und Weisheit schenkst und die älteren Mütter, dass du ihnen auch immer wieder ein dankbares Herz gibst für das, was du durch sie gewirkt und bewirkt hast. Ich möchte dich bitten, dass du all unsere Mütter auch in unserer Gemeinde heute in besonderer Weise begegnest und segnest. Danke, Vater. Amen. Ja, weil es Losung und Lehrtext ist wieder, schauen wir uns an einen Abschnitt aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 10, Vers 7. Und da ist der Prophet Samuel, der zu Saul gekommen ist, der noch nicht König war, aber ihn erkannt hat und auserwählt hatte und gesalbt hat und ihm einfach Mut gemacht hat, diesen Weg zu gehen, seine Bestimmung als der erste König Israels. Und da heißt es dann in Vers 7, wenn für dich nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Samuel hat ihm einige Vorhersagen, also Zeichen gesagt, was alles geschehen wird. Wahrscheinlich brauchte er das, um zu erkennen, dass das, was ihm jetzt Saul sagen würde in Bezug auf seine Berufung, dass das nicht nur Wunschdenken ist von einem alten Mann, von einem Propheten, sondern dass hier wirklich Gott im Spiel ist und Gott ihm diese Berufung zuspricht. Und was für eine Zusage! Was dir vor die Hand kommt, das tue, denn Gott ist mit dir. Und Gott war wirklich mit Saul und hat vieles bewirkt durch ihn, aber sein Ende war leider sehr, sehr traurig. Und teilweise durch Ungehorsam, durch sich überheben, durch die Macht, die er bekommen hatte. Aber das ist ein anderes Thema. Zunächst einmal war Gott wirklich mit ihm und hat ihn durchgetragen. Und das soll uns auch eigentlich ermutigen, auf Gott zu vertrauen, aber auch ermahnen, dass wir bis zum Ende unseres Lebens in dieser Abhängigkeit zum Herrn leben sollen und nicht selbstsicher werden. Ah, das schaffe ich schon, das kann ich schon ohne Gott, den brauche ich nicht. Ich entscheide, was mir gut dünkt. Also mit solchen Gedanken, da werden wir sicher nicht weit kommen. Und Paulus sagt dann im Neuen Testament den jungen Timotheus, wo er ihn darauf hinweist, dass es einen Kampf und Leiden gibt. Ich möchte eigentlich nicht nur Vers 9 jetzt lesen, sondern gleich auch im ersten Vers das aufgreifen, damit wir den Zusammenhang wieder besser verstehen, wo Paulus ihm sagt, sei stark, sei nun stark, mein Kind oder mein Sohn. Wodurch? Durch die Gnade in Christus Jesus, sonst gibt's keine Stärke. Und was du von mir gehört hast,
durch viele Zeugen, das Befiehl treuen Menschen an, die auch tüchtig sind, andere zu unterrichten. Und dann leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Denn wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wer einen Wettkampf bestreitet, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Einsicht geben. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, für welche ich leide bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Ja, hier hat Paulus den Timotheus auch etwas klargemacht oder klarmachen wollen, dass für das Evangelium, wenn man in aller Konsequenz und Entschiedenheit sich dafür einsetzt, dann kommt man schon manches Mal in ganz schöne Auseinandersetzungen, die teilweise schmerzlich und manches Mal auch bis zum Ableben führen können, weil Leute einfach das nicht hören wollen. Und dann einfach diese Leute, also die Jünger Jesu, entweder ja einfach raus aus der Stadt oder aus dem Dorf schmeißen oder dann manches Mal auch umbringen. Und das geschieht auch leider heute noch, dass Christen verfolgt werden und umgebracht werden um des Glaubens willen. Aber darum dieser Ermutigung: sei stark, mein Kind, durch die Gnade in Christus Jesus. Und das werden wir auch, wenn wir in dieser Gnade bleiben. Und das wünsche ich euch auch wieder, stark zu sein durch die Gnade in Jesus Christus. Und das bedeutet nichts anderes als nahe bei Jesus zu sein, sich mit seinem Wort zu erfüllen, zu umgeben, darüber nachzudenken, es zu lesen, es zu predigen, es anderen Menschen anzuvertrauen. Das hat er eben gesagt. Er soll die Leute, die auch wieder fähig sind, andere zu lehren, denen soll er all das, was ihm selber gelehrt worden ist, soll er anvertrauen. Diese Aufgabe haben auch wir. Jeder von uns, der Jesus liebt und Jesus kennt. Und da wünsche ich dir immer wieder Freude und Vollmacht, das umzusetzen in deinem Alltag, in deiner Umgebung. Und dazu möge dich auch der Herr wieder segnen. Okay? Ich wünsche dir einen schönen und erfüllten Tag und allen Mamas noch einmal Freude und Gottes Segen. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, du darfst ihm so wie du bist nahen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Du kannst im Vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher als je du gemeint. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Durch Danken kommt Neues ins Leben hinein.
ein Wünschen, das nie du gekannt. Dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben nennen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an. Durch Menschen baut Jesus die ewige Welt, für ihn zur Gemeinschaft bereit. Er hat sie in seine Gemeinde gestellt, macht sie zum Dienen bereit. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Denn er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, komm, betet den Ewigen an.